Everything you said, they already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. Two of those special atomic bombs haven't gone off. Servus zusammen, mein Name ist Andreas, ich begrüße euch wieder herzlich bei Nachgefragt. Heute ist wieder Mittwoch. Wir haben eine neue Frage für euch, beziehungsweise wir haben eine neue Frage bekommen und möchten die natürlich für euch beantworten. Und zwar ging es darum, in einem Video, wir haben im Teil 2 unserer Karpfenmontagenanleitungen, haben wir das Rig vom Daryl Peck aus der Korda Masterclass 5 haben wir vorgestellt. Und da kam eine Frage von dem User, ob man diese Haarmontage auch an einem Wafter oder beziehungsweise an einem Pop-Up fischen kann. In dem Masterclass-Video wurde die an einem normalen Boilie gefischt. Im Video haben wir es vorgestellt an einem Pop-Up. Und da möchte man dazu sagen, ihr könnt es so oder so fischen. Also das ist eine ziemlich simple Haarmontage, ein bisschen verfeinert aber dennoch. Und ihr müsst nur eins beachten. Und zwar, wenn ihr das mit einem normalen Boilie fischt, dann könnt ihr diese Montage ganz normal so fischen, wie sie gezeigt wurde. Einfach beziehungsweise euer Vorfach, dann kommt der Haken da dran, der Schrumpfloch ist noch vorne mit dran und am Haar eben der Boilie. Wenn ihr jetzt das mit dem Wafter oder mit dem Pop-Up fischen wollt, dann könnt ihr euch zum Beispiel vorne an das Vorfach direkt oder ziemlich nah am Haken, könnt ihr euch noch so ein Knetblei zum Beispiel anbringen. Das könnt ihr ja separat bzw. später einfach mal hinmachen, so seid ihr flexibler. Oder ihr bindet euch verschiedene Vorfächer, wo ihr einfach noch so einen Sinker mit dran macht. Wir hatten ja in den Videos auch vorgestellt, diese Bleisinker, die wo man dann gleich über das Vorfach drüber ziehen kann. Das wäre hier eine gute Alternative, die könnt ihr dafür verwenden. Wir hoffen, wir konnten die Frage beantworten und es hilft vielleicht auch dem einen oder anderen. Und somit sehen wir uns nächsten Mittwoch bei der nächsten User-Frage. Macht's gut, bis dahin. Ciao. We'll be right back.